Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin dafür auf die Jagd nach dem Ticket und heute bin ich mal wieder dran, das Spiel zu spielen. Idle Mafia wie gestern. Jawoll, ja. Okay. Wir haben jetzt neu hier angefangen in dieser Dingens. Meine Güte, habe ich viel Zigarren. Was ist denn hier im Büro? Boost. Ach, ich brauche keinen Videoboost. Ich habe ja auch ohne Videoboost. Den habe ich schon. Na gut, dann wollen wir erstmal ein bisschen aufleveln hier die Leute. Auf Level 10. Ist mein Lieblingslevel irgendwie. Den Arm auf Level. Machen wir die auch noch auf Level 10 und den auch noch auf Level 10. Oh, ein Level ist soweit. Na gut, dann ist der eine jetzt Level 11. Wir gehen zur Straße. Wir haben hier angefangen in der Stadt. Wir haben nur den hier geholt und das war's dann. Maximal. Boah, das ist doch eindeutig. Okay, und wer geht rein? Mit 2 AA übernehmen. Oh. Das war aber knapp. Das war knapp. Da setzen wir die rein.
Da, jetzt. Okay. Jetzt gehe ich mal kurz in den Kampf rein, mache einen Zigarrenkampf. Hab hier sogar 4000. Ich glaube, brauche gar keinen zu machen. Mal schauen wir mal, wie weit wir sind. Oh ja. Den schaffe ich nicht, den schaffe ich nicht, den schaffe ich. Und den schaffe ich. Zwei schaffe ich, drei nicht. Das wird ganz knapp. Aber probieren wir mal. Sache, ganz knapp. Das heißt, wir müssen unsere Kapus verbessern. Oh, okay. Der Japaner dran. Oh, keine Zigarren mehr. Dann wieder zurück zur Straße. Einsammeln. Und ich kriege einen neuen Kapo. Da. Den wir bestimmt schon haben. Ja, die Frau habe ich schon. Wo ist sie da? Kriegt ihr einen Stern? Nee, hat schon zwei Sterne. Na gut, dann. Jetzt weiter auf der Straße. So. Dann kommt ihr das nächste Haus dran. Bam, 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 bam. Und wer kommt da rein? Ah, nur den Japaner. Benutze 800 Zigarren. Warte, dann machen wir den jetzt erstmal hier. Ach, der geht immer noch. Also meine Kapus müssen auch stärker werden, weil haben wir ja gerade den Kampf gesehen. Ich denke mal, danach kommt noch das Haus, das große.
Yippie. Tresor öffnen. Erstmal. Ich muss die wieder verbessern. Probieren wir den nächsten. Jetzt macht er den platt. Der macht den platt. Die sind halt noch scheiße. Aber doch, das müsste ich schaffen. Nochmal um 180 Zigaretten erhöht. So, die andere Quest auch fertig. Oh, den habe ich noch nicht. Einen epischen. Ach, was ist das? Nein. Das nächste Gebäude einnehmen. Das wird gleich gemacht. Erstmal. Gebäude einnehmen. Wie stark sind die? 400. Da kommt der 700 dahin. Okay. Na gut. Ja, voll ja. Ah, schon fertig. Na gut. Und nächste Mission. Wie lange habe ich jetzt für die Mission gebraucht? 20 Minuten? Ja, noch nicht mal ganz. Rang 6 jetzt. Erstmal ein Gebäude übernehmen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ah, da werden ein paar sterben, aber das schaffen wir.
Okay, nur einer. Nice, nice, nice. Okay. Schade, dass man Geld von der einen Stadt nicht in den anderen Shop mitnehmen kann. Wieder ein paar Kapus verbessern. Ah, Mist. Zur Straße zurück. So, jetzt geht's weiter. Schaffen wir. Schaffen wir. Oh. Vielleicht zwei werden sterben. Also einen auf jeden Fall. Sogar drei gestorben. Passt doch der eine Typ rein. Na egal. Eine U-Bahn-Station. Meine Kapus wieder verbessern. Ja. Okay. Da haben wir die Kapus jetzt auch schon mal fertig. Pakete? Ach, ist alles mit Geld bezahlen. Brauchen wir doch nicht. Guck mal, wir sind so gut im Rennen. Ich brauche ungefähr 20 Minuten für ein Szenario. Deswegen. Wofür?
Ah, ich muss einen Zigarettenkampf wieder machen. Hätte ich mal lieber aufgepasst, dass es. Das war hart. Aber den Zigarettenkampf haben wir geschafft. Ich komme gleich. So eine halbe Stunde. Weiter geht's. Und Level 20, jawoll. Jetzt mal das andere Haus. Werden wir auf jeden Fall gewinnen, auch wenn drei sterben. Okay, wir müssen. Das Automatik aus. Die auch. Na egal. Geht hier nichts anderes. Muss ich ja nehmen. Und noch ein Kapo befreien aus dem Tresor. Haben wir schon. Straße. Auf Level 12. Oh, auf Level 12, dann ist er frei. Jawohl, ja, das machen wir doch gleich. Der. Oh, gar keine Zigarren mehr. Los, ich brauche ein paar Zigarren. So, den auf 12. 1, 2. Jetzt ist Automatik an. Sie hat 542 und er hat weniger. Straße. Zurück zur Straße. Also wie es aussieht, komme ich gleich nicht mehr weiter, weil ich keine Zigarren mehr habe. Den Überfall, den werde ich glaube ich nicht schaffen. Die Stärkste gegen den Stärksten, ja, okay. Das wird ganz. Oh, ich kann gar nicht hingucken. Ich muss hingucken. Los, haut die um. Okay, die haben den ersten. Jetzt. Okay, doch.
Das war ja mal wieder knapp. Tankstelle, Überfall, haben wir auch schon gemacht. Achso, auf Level 20, 200. Auf Level 200 einmal Siegerangriff machen. Machen wir erstmal das Haus hier. Machen wir nochmal das Haus. Jo, jetzt muss so langsam mal die nächste Steigung kommen von einem der Häuser hier. Ja. Jetzt muss die Tankstelle kommen. Los, Tankstelle. Event hat begonnen. Nach 37 Stunden das Event. Und, wo ist das? Wo ist das nächste Level? Bei den nächsten 50 Levels. Ja. Wo ist jetzt? Na, komm schon. Gibt's doch nicht.
wirklich das Geld nur rum hier? In der Tankstelle. Da, da ist er. Perfekt. Schneller gedauert, ich dachte aber. So, jetzt müssen wir das Gebäude einnehmen, einen Zigarettenkampf machen. Schauen wir nach dem Zigarettenkampf. Nehmen wir erstmal hier die 200, die noch da waren. Da vielleicht noch ein mit aufleveln. Ich habe jetzt, ach, ich habe 2000. Ich muss mal die hier ein bisschen stärker machen. Warte, der war 465. 465. Ne, der ist schon stärker. Okay. Das war's. Okay, dann gehen wir mal zum Kampf. Hey. Darauf drücken. Ach, ich hab die ganze Zeit nicht mal die Stärke drin gehabt. Guck, sieht doch schon viel anders aus. Jetzt kann ich doch locker alles durchwaschen. Wenn wir jetzt das Gebäude auch ganz locker einsammeln. Ja, sicher. Und ich habe mir schon solche Sorgen gemacht, dass ich das nicht schaffe. Alles wieder unnötige Sorgen gemacht hier. Da kommt jemand rein. Und das ist El Macheta. Zuweisen. Zuweisen. So, machen wir den auch gleich hier. Zack, zack, zack. Ach, schon wieder so ein Studio. Mit dieses komische. Was soll das sein? Eine Wurst? In einem Brötchen? Na gut. Der muss arbeiten. Mal wieder, ja, im Studio. Level 18. Oh, geht es bei Ihnen automatisch? Da ist er. Ah, geht noch nichts. Kommen wir aber schnell noch einen Kampf. Blub, 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 blub.
Nehmen wir die auch noch mit. Sammeln. Dann gehen wir zu ihnen. Geht es jetzt automatisch bei ihnen. Und hier öffnen wir noch schnell ein Tresor. Den haben wir auch schon. Wo ist er? Da. Oh, da kriegt er einen Stern ab. Level up. Nice, nice, nice. Dann gehen wir wieder auf die Straße. Sammeln die beim Missionsziel ein. Ah, da muss man 50 und der. Nächstes Ziel. So, jetzt müsste ich nun mal fertig sein, sonst, weil ich sagte, ich brauche ungefähr nur 20 Minuten für ein Dingens und jetzt sind 20 Minuten vorbei. Aber ich habe es noch nicht ganz geschafft, da sind noch zwei Queste, die ich machen muss. Wie viel Geld ich einsammeln muss. DD. Das war doch sicherlich auch nochmal hier so 20 Minuten. Können wir ja nochmal einen Überfall machen. Schon mal für später die Zigarren holen. Da war auch bei 1-20 was Besonderes, glaube ich. Da möchte ich mal schauen, was passiert bei 1-25. Da. Nächste Kampf ist 1.19. Ne, jetzt ist das. Ist ein Bosskampf. Ach, auch keine Chance. Der Boss hat keine Chance gegen meiner. Wie heißen die eigentlich? Schauen wir mal. Down ist er. Okay, wie heißt die? Kate. Jetzt sammeln wir hier die Sachen ein und dann nochmal einmal aufwerten. Jawohl. Wir haben das geschafft. Nächste Straße. Das Geld ist wieder weg. Jo, das war ein bisschen länger wie 20 Minuten. Na. Aber irgendwie hängt das Spiel ein bisschen. Einkommen mal 60.
als erstes ein Gebäude einnehmen, damit ich schon mal Geld schaffen kann. Okay. Zuweisen, zuweisen, perfekt das. 1, 2, 3, 4. So, öffnen wir jetzt mal den Tresor. Schau, oh, da ist ein neuer gekommen. Menschenskinder, das nervt aber hier. Und den habe ich noch nicht. Der Yakuza-Clan. Okay, der ist auf 20 Jahre gekommen. Machen wir den hier auch nochmal auf 20. 900. Erhöhen wir die hier mal. Wokili-dokili. Ist gebombt. Familienfoto. Keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat, aber... Level 1, Level 2. Komplett. Lass mir erstmal Pause machen. Mhm. Die da? Mhm. Ich komme dann gleich. Wie lange noch? Keine Ahnung. Itu kalau yang dari samping ini deh, Pak, yang dari samping kanan. Itu punya kita juga kan ya? So. Was wollte ich machen? Ah, hier. Ich wollte mal in das Event reingehen, schauen, wie das aussieht. Start mal. Also, das Spiel haben wir ja jetzt gesehen, wie es mal ablief. Jetzt kommt das Event. Okay. Dann schauen wir mal, was hier so anders ist. Auf jeden Fall habe ich ganz neue Kapus extra fürs Event. Gleich ganze Geld verzockt. Schon mal gut. Ich muss hier die ganzen Sachen wahrscheinlich machen. Büro. Okay. Oh, Sushi gab's da. Uiuiui, brauche ich richtig viel.
Da werden wir wieder schauen, dass er jetzt nicht wieder abstürzt, wegen gerade. Wir waren in Japan gerade stehen geblieben und da werden wir uns jetzt sofort wieder hinbegeben. Ich werde noch höchstens 10 Minuten was machen. Die Stadt scheint ein bisschen größer zu sein. Videoboost, brauchen wir jetzt nicht. Ein Videoboost ist zu empfehlen, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, da kriegst du bestimmt das Doppelte an Geld. Denke ich mir mal so. Meine Kapos. Ein Level abgemacht. Na gut. Damit kann ich leben. Glücksspiel. Yeah, gewonnen. Kann ich aufwerten? Auch auf maximal? Das ist doch schon mal nice. Nee. Oh doch. Sushi, ja, und. Gut. 617 Sushi habe ich jetzt. Ja, noch mehr Sushi. Ja. Yeah. Über 1000. Ah ne, 900. Oh, ich darf nochmal spielen. Und? Jackpot! Ich bin aus dem Häuschen. Mr. Krabs. Okay, er ist automatisch. Automatisch ist schon mal gut. Okay. Und wieder zurück auf der Straße. Das ist auch cool. Der geht jetzt nicht mehr rum, der geht jetzt in Sekundentakt. Bling, bling, bling. Nice, 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 nice. Billionen. Ich habe erst drei. Oh, ist das 7-Eleven? 1-Eleven. Sushi. Ja, und das geht dann halt hier so weiter. Da kannst du dein Glücksspiel dran versuchen. Dreh am Automaten dreimal. Einmal habe ich schon. Also ich habe schon öfters, aber da war die Quest noch nicht da. Also ein bisschen.
dumm gelaufen. 1000 Sushi sammeln. 934 habe ich schon gesammelt. Den Markt auf 250 bringen. Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das Sushi ist sogar eher fertig für den Markt. Schon wieder diese Nachricht immer. Da komme ich noch nicht rein. Ich habe erst 100 Billionen. Ich brauche 300 Billionen. Was sagt denn der Tresor? Alles nur mit Geld kaufbar. Nee, nee, danke, das brauche ich nicht. Und gleich ist es soweit. Komm aber jetzt schon mal. Ein Level können wir holen. Und bam, 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 bam. Die nächste Quest fertig. Übernehme das Gebäude. Oh, 400 Millionen habe ich schon. Ich brauche 500. 700. Jawohl, ja. Oh, kein Kampf. War den rein, weil das andere sah eher aus wie ein Restaurantbesitzer. Ab Level 10. Okay, wo ist er? Da ist er. Sieht gar nicht aus wie ein Japaner. Sushi, ich brauche Sushi. Hier. Oh, kleines B. Ich möchte das gerne noch mal Level up haben. Die nächste Quest und da auch die nächste Quest. Yes, sir. Also hier muss ich noch zweimal dran drehen. Oh, passt sogar. Und nochmal. Quest fertig. Sammel Yen. Nehmen wir den hier. Okay, jetzt nehmen wir den.
Welches Geschäft als nächstes? Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meint. Das Spiel geht jetzt immer so weiter. Da, den kann ich nochmal aufleveln. Und vielleicht noch den Kapus so Selbstarbeiter bringen. Natürlich nicht. Ab Level 10 erst. Okay. Ich würde sagen, das war's denn. Ich gehe noch mal kurz im Büro rein. Ja, da war ich schon. Breche das Video ab, wenn es abzubrechen geht. So, und dann holen wir unser Ticket. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.